Vielleicht haben wir Gelegenheit, einer Hausfrau beim Kochen zuzusehen. Was kochen Sie heute Gutes? Marienknödel. Oh, das wäre fein. Dürfen wir da vielleicht zusehen? Natürlich. Kommen Sie herein. Gerne, danke. Na, wie ich sehe, sind Sie ja schon mitten in der Arbeit, um die Marienknödel vorzubereiten. Ich knete jetzt den Teig fest durch. Und was geschieht dann, wenn Sie ihn durchgeknetet haben? Ich schneide Scheibchen herunter. Aha. Mit den Scheibchen? Was geschieht mit den Scheibchen? Jetzt wird eine Marille aufgeschnitten, der Kern entfernt, ein halbes Stückchen Zucker hineingelegt. Also der Kern wird mit Zucker ersetzt? Ja, damit die Sache noch süßer wird. Und was geschieht dann? Dann drücke ich diese Scheibchen auseinander. Lege die Marille hinein, ja. Wickle den Teig fest um die Frucht und forme einen Knödel. Ah, sehr schön. Und woraus besteht der Teig eigentlich? Der Teig besteht aus 5 Decker Fett, 6 Decker Mehl, 7 Decker Grieß, ein bisschen Salz und ein Viertelkilo Topfen. Das wird fest verrührt und eine halbe Stunde in den Kühlschrank gestellt. Aha, und in dieser halben Stunde kann Mutti Zeitung lesen? Nein, das wäre sehr schön, aber in der Zwischenzeit bereite ich mir die Früchte vor und alles, was ich dazu noch brauche. Und wenn also diese Knödel so schön geformt sind, ich sehe, Sie haben ja da schon eine ganze Menge vorbereitet, was geschieht dann damit? Dann werden die Knödel in kochendes Wasser gelegt. Schön einer nach dem anderen, ja? Ja. Und picken die nicht zusammen? Nein, ich schwenke sie vorher in mein Mehl. Das ist ein kleiner Trick. Ja. Und durch das Mehl kleben sie nicht zusammen? Nein, kleben sie nicht zusammen und es besteht auch weniger Gefahr, dass sie aufspringen. Und wie lange muss man sie kochen? Circa 10 Minuten. Und wird die Kassolle zugedeckt oder bleibt sie offen? Nein, die bleibt jetzt offen. Und wenn sie fertig gekocht sind, nehme ich Semmelbröseln und gebe diese in vorbereitetes heißes Fett. Jetzt gebe ich die Bröseln in das heiße Fett. Hier werden sie braun geröstet. Dann nehme ich die Knödel aus dem heißen Wasser heraus. Ich lasse sie ein bisschen abtropfen. Und schwenke sie in den Bröseln. Wenn sie gut durchgeschwenkt sind, was geschieht dann? Dann sind sie fertig zum Anrichten und man kann essen. Die schauen aber sehr schön aus, diese Knödel. Ja, darf ich Ihnen jetzt servieren auch meiner Familie und ich hoffe, dass es schmeckt. Gerne, bitte. Darf ich? Ja, bitte. So. Die riechen schon ganz fantastisch.